Gestern war so, dass ich zwei Säfte getrunken habe. Gerade trainiert. Mal wieder. Ich habe einen Gurken-Tomatensaft getrunken. War extrem lecker. Ich liebe Gurke und Tomate. Zusammen auch. Und ich habe einen Orangensaft getrunken. Aber heute Morgen auf der Waage war es so, dass ich knapp ein Kilo mehr hatte als gestern, obwohl ich sonst außer Wasser nichts konsumiert habe, statt einem Kilo weniger, wie es bisher jetzt fast jeden Tag war. Und ich bin auch ziemlich fertig aufgewacht, ziemlich benebelt, hatte auch wieder adrige Augen. Und was noch? Genau, der Muskelkater, der war ziemlich präsent, obwohl ich nicht vergleichsweise nicht so hart trainiert habe, wie ich es öfter schon gemacht habe, auch in der Phase jetzt, war der trotzdem deutlich präsenter. Und das liegt nämlich daran, dass ich hatte mal letztens irgendwann eine Gurke gekauft ja, nicht bei, nicht für, in Demeter-Qualität. Und jetzt aber so, dass meine Mitbewohner auch konventionelle Gurken haben und das konnte man die nicht mehr unterscheiden. Wahrscheinlich wurde meine auch schon fälschlicherweise aufgegessen. Dann habe ich halt eine halbe Schlangengurke genommen. So ein Stück ungefähr. Und für den Tomaten-Gurkensaft verwendet. Und das war halt konventionell. Und davon habe ich diese krassen Erscheinungen gekriegt. Von dieser halben konventionellen Gurke. Wahrscheinlich war die sogar noch deutsch, die laut Greenpeace-Analysen angeblich keine Belastung hat. Aber sonst habe ich nichts konsumiert. Die Rippenvergiftung, das wäre auch unerklärlich, dass die plötzlich so einen starken, kurzzeitigen Schub kriegt. Und es ist halt auch so, dass ich halt fast ein Kilo Wasser, oder sagen wir 500, 600 Gramm, 700 Gramm Wasser eingelagert habe, weil das nämlich giftige oder toxic acidic waste ist, also giftige Abfallstoffe. Und das heißt nochmal acidic, saure, also das Gegenteil von Basen. Abfallstoffe sind und die werden nämlich kurzzeitig neutralisiert, indem die mit Wasser eingespeichert werden. Und ich merke halt auch, wie meine Performance und Leistung richtig krass runtergegangen ist und mein Wohlbefinden. Da merkt man erstmal, wie krass sensibel und effizient der eigene Körper und Stoffwechsel arbeitet. Und dafür habe ich auch noch weitere Beispiele. Und zwar bei einem 20-Kilometer-Lauf, den ich vor 2 Wochen gemacht habe, als ich auch schon eine Woche so wenig gegessen hatte, so wenig konsumiert hatte, war es so, dass ich nach diesem 20-Kilometer-Lauf, ich habe mich kurz davor, kurz danach gewogen, nichts konsumiert oder erbrochen oder sowas, und ich habe nur 300 Gramm verloren, obwohl das früher so war bei mir und auch bei den allermeisten Läufern oder eigentlich fast allen Läufern jetzt immer noch so ist und unsere Waage ist nicht kaputt. Dass man schon allein bei dem Lauf 500 Milliliter bis 1 Liter Wasser oder no sogar noch mehr ausschwitzt und verbraucht, allein auch durch das Atmen schon. Und viele Läufer haben mir auch erzählt, dass einige Läufer, dass die dabei wirklich 2 Kilo insgesamt verlieren beim 20-Kilometer-Lauf. Und ich habe da halt nur 300 Gramm verloren. Und da merkt man, wie krass effizient der Körper dann mit den Ressourcen umgehen kann, die man in sich hineinstopft. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich viel weniger schwitze, egal wie hart und lange das Workout ist. Wenn es sogar so ist, dass ich beim Lauf so lange laufe, dass ich sozusagen kein Wasser mehr drin habe, weil ich auch so wenig konsumiert habe, vielleicht ist, dann höre ich irgendwann auf zu schwitzen, aber ich kann trotzdem noch 10, 20 Kilometer weiterlaufen. Und die Performance bricht nicht stark ein. Und jetzt auch so bei den Workouts, also jetzt trinke ich normal 3 Liter am Tag und halt noch 800 Milliliter durch Säfte ungefähr und Flüssigkeit, aber trotzdem schwitze ich nicht mehr so stark wie früher. Ich schwitze eigentlich fast gar nicht, egal wie hart das Workout ist, weil der Körper einfach so effizient ist und diese groben Mechanismen alle nicht mehr braucht. Ich kann das nicht ganz logisch mit dem Verstand erklären momentan, weil ich mich darüber nicht belesen habe, aber gibt es eine Erklärung für das wenig Schwitzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall ist es halt so und egal was man macht, es läuft halt viel effizienter ab und verbraucht nicht so viel Ressourcen, auch nicht so viel körpereigene Arbeit. Der Körper muss nicht so viel arbeiten. Das sind meine jetzigen Erfahrungen noch und ja, wie gesagt, habe ich heute jetzt ca. 800 Milliliter drauf. Wir haben jetzt kurz vor 2 Uhr mittags.
Und gerade das Training, das lief halt auch nicht so gut. Das war ganz wenig Training, nur 25 Minuten. Und ja, dadurch, dass ich das Wasser draufgekriegt habe und so weiter, das meistens dann immer im Bauchbereich, dann geht das Training nie richtig gut. Man fühlt sich auch richtig davon richtig runtergezogen. Das hatte ich halt die ganze Zeit bei der Kochnahrung, die ganzen 10 Monate. Das hat bei mir, weil das ist halt, da entsteht nämlich auch Acidic Waste. Und das wurde bei mir die ganze Zeit eingelagert. Davon habe ich dann halt auch ganz viel Wasser eingelagert, was auch bei vielen anderen Rohköstlern, dass sie das so erfahren haben, wenn die Gekochtes gegessen haben. Und deswegen habe ich jetzt in den 3 Wochen auch 12 Kilo verloren, und 6 Kilo davon waren bestimmt einfach nur Wasser von der ganzen Kochnahrung, die ich eingelagert hatte. Ich hatte gestern ein 12-Minuten-Video gedreht über die letzten beiden Tage, aber da ich das mit einem anderen Programm diesmal versucht hatte oder letztes Mal versucht hatte, ist dann ein Fehler entstanden, das war dann komplett weg. Ich weiß auch nicht mehr, was ich erzählt habe, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe erzählt, dass ich Barfußschuhe habe, aber nicht die, die man halt so kennt. Ich habe von Lisa Dietz, die hat mir einen Link geschickt und mir das sozusagen geschickt, dass ich mich mal informieren kann, ob das was für mich wäre. Und jetzt habe ich halt, das sind die Schuhe, hier hat man einfach die Schnüre, die sind nicht elastisch, und diese beiden Sohlen. Und mehr ist das nicht. Also da sieht man halt schon 2 Löcher jeweils, da muss man dann noch selber irgendwo Löcher reinmachen, dann gibt es eine Anleitung, kann man die Schnüre irgendwie kompliziert irgendwie durchschnüren, und damit kann man sogar Ultramarathons laufen. Die sind nur 5 mm dick. Damit soll sich das fast so wie Barfußlaufen anfühlen. Nur ist es so, dass ich auf Bürgersteig kriege nach ein paar hundert Metern, da bluten meine Füße schon, ohne Witz. Auf Asphalt geht das. Man braucht da so ein paar Wochen, um sich dann hochzutrainieren, damit die Sehnen und Muskulatur sich in den Füßen anpassen. Viel länger braucht man da aber auch nicht. Und ja, damit kann man auch im Wald laufen und sowas, ohne sich zu verletzen. Kann unendlich weit damit laufen. Die gehen auch fast nicht kaputt. Die gehen erst deutlich später kaputt als diese Five Finger Vibrance. Und die kosten hier halt nur 18, nee, 22 Dollar, aber leider halt auch ordentlich Versandkosten, 16 Dollar. Das waren dann jetzt, Moment, 38, ja, 25 Euro circa oder 27 Euro. Ja, ziemlich minimalistisch, mehr braucht man nicht. Will ich auf jeden Fall ein Review machen, wenn ich damit ein paar Wochen gelaufen bin. Was gab es noch zu erzählen? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich gestern gesagt habe, obwohl da ziemlich viel war. Irgendwas auch wieder mit Entgiftung, dass wenn ich halt Sport mache, dass ich ja durch die Entgiftung extrem fördern kann. Ja, ich weiß echt leider nicht mehr. Das war eigentlich relativ wichtig. Deswegen habe ich auch richtig enthusiastisch gestern so ein 12-Minuten-Video gemacht, aber dann weg, habe ich mich mega geärgert. Ich hatte dann so keinen Bock, das nochmal zu machen, weil ich so viel geredet habe und mich so gedanklich angestrengt habe dabei. Schade eigentlich. Ich hatte noch erzählt, dass ich halt so viel Sport mache, zum Beispiel, dass ich glaube, dass ich dieses Einlaufgerät oder Einläufe nicht unbedingt nötig habe, weil ich durch den Sport so viel Giftstoffe abbaue. Genau das hatte ich erzählt noch. Unter anderem. Also durch die Leber, wenn man nichts isst und der Körper halt viel Energie hat, um aufzuräumen, zu entgiften, dann schmeißt die Leber die Gifte alle in den Darm rein. Und wenn man halt nichts isst, können die halt nicht da dran pappen und heraustransportiert werden. Deswegen bleiben diese Giftstoffe da, und die Rückvergiftung wird dann umso krasser, also deutlich krasser nochmal. Und das merke ich auch, dass ich öfters oder fast ständig rückvergiftet bin, weil ich auch so wenig konsumiere, so 1 bis 2 Säfte maximal am Tag, dass die Entgiftung richtig schnell und richtig krass geht. Deswegen habe ich auch so viel abgenommen in so kurzer Zeit. Aber das will ich halt auch, weil ich halt auf Geschwindigkeit stehe und möglichst schnell vorankommen will. Muss man aber nicht, das ist nur was Persönliches, sage ich mal. Und man kann auch zum Beispiel einfach nur zügig laufen für 4 bis 5 Mal in der Woche oder sowas. Das reicht komplett an Bewegung. Elefanten machen auch kein Bankdrücken und sowas. Da empfehle ich auch Videos zu und von Jericho Sunfire, aber was ich sagen wollte ist, habe ich vergessen.
Mit den Giftstoffen, genau, die werden dann vom Darm wieder aufgenommen, die werden von der Leber in den Darm rein transportiert, können nicht rausgetransportiert werden, weil keine Nahrung, feste Nahrung konsumiert wird. Und weil ich halt aber so viel Sport mache, ich merke auch, wenn ich rückvergiftet bin, deswegen versuche ich auch dann so viel Sport wie möglich zu machen, werden die Giftstoffe, die dann in den Blutkreislauf zurückkommen, ich darf nicht so viel rumfuchteln, die werden dann wieder abgebaut. Das heißt, weil ich so viel Sport mache, kann ich das eigentlich ganz gut kompensieren, dass ich keine Einläufe benutze, aber die Einläufe werden viel effizienter, dann würde ich viel schneller vorankommen, viel effizienter vorankommen. Jetzt nicht einfacher vorankommen, weil ich statt dem, dass ich es einfacher haben würde, einfach noch mehr Sport machen würde, solange es der Körper aushält. Was meistens der Fall ist. Ja, deswegen muss ich gleich auch zur Post das Ding abholen. Und hatte ich auch schon mal erzählt, ich gehe nicht gerne in dieses Verkehrschaos daraus. Dieses ganze Chaos und alles auf Hektik und so eine Scheiße. Und ich bin auch total reizüberflutet von den ganzen Reizen. Und das ist jetzt noch viel krasser geworden. Genau, das hatte ich auch erzählt eigentlich, dass die Sensibilität viel krasser ist. Also nicht nur die körperliche, wo ich gerade am Anfang oder im ersten Drittel des Videos erzählt habe, sondern die mentale Sensibilität wird auch viel stärker noch, obwohl ich das schon mein ganzes Leben hatte, auch die Reizüberflutung. Aber die wird jetzt noch krasser, man hat so viele Gedanken. Aber ich denke mal, die anderen Sachen, die ich erzählt habe, die werden mir jetzt nicht auf die Schnelle einfallen. Deswegen gucke ich, ob ich das in einem der nächsten Videos noch schaffe. Also wir haben heute Tag 11. Die 14 Tage möchte ich auf jeden Fall voll. Ich wollte auch eigentlich den einen Monat schaffen. Bei der Rückvergiftung habe ich jetzt auch gemerkt, nicht bei der Rückvergiftung, sondern bei der Neuvergiftung durch diese halbe Gurke, konventionelle Gurke, habe ich auch gemerkt, wie krass dann das Verlangen nach Nahrung wieder war. Also auch Säfte ist eigentlich egal. Weil man das halt, sich halt wieder mit irgendwas zustopfen will, damit der Körper damit beschäftigt ist, um nicht diese richtig unangenehme Entgiftung sich damit zu beschäftigen, weil es kann wirklich richtig unangenehm werden. Aber stattdessen habe ich dann halt Sport gemacht, weil mir das auch Energie gibt, die Entgiftung sogar fördert und ich mich dadurch auch besser fühle und halt noch besser fühle, als wenn ich was konsumieren würde, außer Wasser. Wasser geht eigentlich immer, wenn es nicht so krass viel wird. Ja, und morgen kriege ich dann auch endlich so Salate und sowas. Genau, das hatte ich auch erzählt. Das finde ich ganz gut, dass mir jetzt doch im Laufe. Das hatte ich aber mir auch schon gedacht, dass mir im Laufe des Videos dann irgendwas einfallen wird noch. Sind mir schon drei Sachen davon angefallen, das ist gut. Da kriege ich auch Salate morgen von einem Naturkosthof wieder. Ich habe gerade auch was vom Naturkosthof gekriegt. Ja, glaube ich aber, ist gar nicht nötig, das zu zeigen. Das sind dort zwei Mini-Ananas, keine Baby-Ananas. Die haben jetzt 2,40 € pro Stück gekostet. Dann habe ich 6 Mango für 1,80 € pro Stück. Also auch alles Demeter- oder Bioland-Qualität. Die Mangos sind leider total unreif noch. Ich hoffe, die reifen noch. Öfters die vom Supermarkt, die reifen nicht mehr. Habe ich gehört. Dann habe ich Pflaumen 1 Kilo. Fairtrade Demeter-Bananen habe ich 1 Kilo. Wenn die reif sind, werde ich die halt einfrieren. Obwohl ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht sicher bin, ob es einen danach gibt, nach dem Saftfasten, oder ob ich dann einfach direkt Liquidarian bleibe. Das weiß ich echt noch nicht, aber ich hätte schon das Ego sozusagen hätte schon Bock und die Bequemlichkeit hätte schon Bock, so die ganze Rohkostschiene oder zumindest ein Viertel der Rohkostschiene so ein bisschen auszuprobieren und da auch geschmackliche Erfahrungen zu sammeln und sowas. Aber andererseits mag ich halt Bequemlichkeit auch nicht und ich bin eigentlich immer noch trotzdem ein sehr extrem bequemer Mensch, also ich bin eigentlich sehr faul, obwohl ich den ganzen Tag irgendwas mache. Aber dann mache ich im nächsten Video weiter.